Herzlich willkommen beim Makler-Nachfolgeclub. Ich bin heute als Gast bei Jan Höhne in Augsburg. Genau. Jan, du bist bei uns Fördermitglied im Verein. Du bist spezialisiert, wie die meisten von Ihnen sicherlich wissen, im Bereich Video- und Online-Beratung. Ja, und meine Frage an dich ist: Warum ist das Thema Video- und Online-Beratung gerade für einen Bestandskäufer, der einen Bestand erworben hat, eigentlich unverzichtbar? Also das Wertvollste, was wir hier haben, letztendlich ist das Thema Zeit. Richtig, Das, was absolut. die wenigsten haben, ist Zeit. Und mit Video- und Online-Beratung können gerade diejenigen, die sich einen Bestand gekauft haben, ja, sehr schnell mit ihren Kunden sehr persönlich zusammensetzen. Ja. Wie groß sind Bestände, die häufig gekauft werden? Ja, so 500.000 Kunden oder auch mehr. Genau. Und wenn ich jetzt die alle besuchen möchte, wie lange bin ich da unterwegs? Ja, geht gar nicht, ist gar nicht umsetzbar. Und wenn ich die jetzt einfach nur anschreibe, wie ist da die Rücklaufquote, die Responsequote? Schwierig. Schwierig. Genau, Schwierig. und deswegen mit Video- und Online-Beratung schaffe ich es tatsächlich sehr flexibel Ja. und unabhängig von Zeit und Ort, die Menschen anzusprechen, die ich eben jetzt mit meinem neuen Service, mit meiner neuen Person, mit ihrem neuen Ansprechpartner für Versicherungen, ja, vertraut zu machen Ja. und mich dort sehr persönlich, und das ist ganz, ganz wichtig, sehr persönlich vorzustellen. Wir haben ja eine Situation beim Bestandskauf, dass der Makler, wir haben ja bei uns Mitglieder, Nachfolgemitglieder, die Bestände übernehmen, die müssen ja so schnell wie möglich oder wollen so schnell wie möglich einen neuen Maklervertrag mit dem Kunden Okay. schließen. Können wir da das Thema Video- und Online-Beratung auch einsetzen? Siehst du Die das? Problematik ist ja die, wenn ich heute den Maklervertrag unterschrieben haben möchte, Ja. dann muss der Kunde aktiv ja diesen Vertrag unterschreiben. So ist. Wenn ich dem jetzt dem nur zuschicke, muss ich wieder darauf hoffen, dass er mir das zurückschickt. In der Online-Beratung ist es so, dass ich mich beim neuen Kunden vorstelle als der neue Ansprechpartner, mit ihm den neuen Service durchgehe, auch das Thema Online-Beratung, das viele Kunden sehr zu schätzen wissen. Und wenn er dann schon begeistert ist von mir, von meiner Person und von meiner neuen Art und Weise der Beratung, dann kann ich ihn tatsächlich in dieser Video- und Online-Beratung direkt unterschreiben lassen unter diesen Maklervertrag, unter die Vollmacht, unter die Datenschutzerklärung, damit ich eben die Unterschrift just in time in dieser Video- und Online-Beratung auch bekomme. Digitale Unterschrift heißt, er bekommt einen Link auf sein Smartphone, da klickt er drauf, kann dann direkt unterschreiben, sendet die Unterschrift ab und im nächsten Moment im Gespräch noch ist die Unterschrift auf dem Maklervertrag vorhanden. Okay, das hört sich immer so toll an. Was brauche ich denn jetzt an Technik dazu? Muss ich mir jetzt spezielle Softwareprogramme kaufen oder es gibt ja auch Softwareprogramme am Markt. Was brauche ich denn dazu, um wirklich das auch umsetzen zu können? Also, das sind zwei Dinge, nämlich einmal das Softwareprogramm an sich und einmal noch die Technik. Deswegen, also was die Technik betrifft, haben erstmal viele Fragen. Ja. Deswegen haben Makler einen Computer. Ja. Gehen wir mal davon aus. Wir haben alle einen, ja. Haben die einen Internetzugang? Internetzugang haben auch alle Makler. Genau. Und das ist schon mal die Technik, die ich brauche. Denn ich brauche einen PC, damit ich eben meinen Computer übertragen kann. Und ich brauche eine Internetleitung, damit eben Genau. der Stream, also das Ganze eben läuft. Und das nächste, was ich brauche, ist natürlich die Software, hast du gerade angesprochen. Es gibt ja unzählige von Software-Tools. Ja, aber auch alles Mögliche am Angebot. Genau, von ganz umsonst bis auch Ja. sehr preiswert, beziehungsweise auch ganz schön teuer Ja. teilweise. Und da fragen sich auch manche Leute eben oder die Makler, welche Software soll ich benutzen? Genau, exakt. Und wir haben im letzten Jahr ein eigenes Software-Tool entwickelt, weil entscheidend in dieser Video- und Online-Beratung ist, dass man den Kunden aktiviert. Was heißt aktiviert? Mein Beispiel aus einer anderen Welt, nämlich, was macht ein guter Autoverkäufer, wenn er dir ein Auto verkaufen will? Er lässt mich mal reinsetzen, ein bisschen schnuppern, ein bisschen anlangen und vielleicht mal eine Probefahrt machen. Genau. Und wenn nach der Probefahrt du dich in das Auto verliebt hast, muss er dann noch groß verkaufen? Okay, also gut, man Gegessen. spricht nur ein bisschen über den Preis, aber dann ist es Ja, gegessen. genau. Und bei Versicherungsprodukten und gerade in der Video- und Online-Beratung kann ich das genauso machen. Also wie schafft man das eben in so einem Ja. bei so einem Versicherungsprodukt Ja.
den Kunden Probe fahren zu lassen? Und vor allem, wie schaffe ich es in der Video- und Online-Beratung? Wir machen das ganz einfach, indem wir den Kunden aktivieren. Also er klickt bei uns rein, es bewegt sich etwas, er entwickelt seinen Versicherungsschutz. Ich kann Videos bei ihm abspielen und ich bin als Experte dann im Prinzip nur noch der Moderator, der ihn ja mit den richtigen Fragen bestückt, damit er am Ende auch zum richtigen Ergebnis und zum richtigen Versicherungsschutz für sich bekommt. Also Interaktivität, multimediale Beratung sind hier die Stichworte und die kann ich eben machen, wenn ich das passende und richtige. Das hört sich für mich jetzt so an, dass der Kunde das Gefühl hat, du sitzt daneben dran und ihr schaut euch gemeinsam was an oder entwickelt oder gemeinsames genau. Angebot. So. Genau, also der größte Sympathieträger ist ja die Videokamera. Deswegen schalte ich zum Beispiel zu Beginn des Gesprächs mein Videobild rein, wink damit rein, am Ende schalte ich es wieder rein und verabschiede mich zwischendrin, wenn ich zuhöre. Und damit kann man sehr, sehr gut Beziehung aufbauen und zwar so, dass tatsächlich der Kunde das Gefühl hat, ja. Ich sitze neben ihm, ja. Obwohl vielleicht 20 oder auch 200 Kilometer zwischen uns sind. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn man das so miterlebt. Wie Kunden das dann auch empfinden und wie begeistert sie dann auch da sind. Okay. Wenn jetzt ein Mitglied oder ein Makler sich sagt, okay, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen, da wird es ja wahrscheinlich Unterschiede geben. Der eine hat schon mal was gehört, der andere schon mal probiert, manche sind vielleicht auch schon ja, auf dem Weg schon unterwegs. Hast du da die Möglichkeit, dass man sich bei dir, ich weiß, du machst auch Webinare, bietest du solchen Leuten auch mal was kostenfrei an, wo man sich mal informieren kann? Gibt es da eine Möglichkeit bei dir? Also die einfachste Möglichkeit ist ja sogar das E-Book, das hier im Makler-Nachfolgeclub auf der Webseite steht. Ja, das können Sie sich im Download-Bereich jederzeit runterladen und da gibt es ja von dir kostenfrei genau. Einige Informationen. Genau. Und wer, du hast Webinar gerade angesprochen, also wer gern sich Webinare anguckt, ich würde sagen, wir geben den Link einfach hier unterhalb des Videos rein. Das ist super, ja. Da kann man auch sich angucken, nämlich dann, wenn man noch ganz am Anfang steht, also wenn man noch gar nicht so genau weiß, ob man in seinem Maklerbetrieb Video- und Online-Beratung einsetzen möchte, sich Informationen angucken in dem Webinar oder in dem zweiten Webinar, wenn Sie gerade am Anfang stehen, also was ist die Technik, was Software, was muss ich beachten, wenn ich das einführen möchte, ja. Haben wir ein Webinar für Anfänger und dann haben wir noch ein Webinar für Fortgeschrittene, nämlich für alle die, die schon Video- und Online-Beratung tun, zeigen und geben wir hier Tipps, also sogenannte Hacks, wie man okay. Das heute in Neudeutsch sagt, wie man tatsächlich sein Online-Beratungsgespräch noch so perfektionieren kann, damit ja entweder mehr Umsatz oder mehr Kundenzufriedenheit am Ende okay. Rauskommt. Gut, wenn ich jetzt als Neuer starte, du bist Experte, hast du da nicht noch einen Tipp für einen, der jetzt neu mit anfängt, vielleicht zum Termin machen oder Experten-Tipp? Ja, tatsächlich nutzen Sie die Video- und Online-Beratung so, als wenn es selbstverständlich wäre. Bitte gehen Sie nicht an den Kunden ran und sagen, ja, wir machen jetzt eine Videoberatung, ja, wir machen jetzt eine Online-Beratung, denn da schrecken Kunden meistens zurück, weil sie es noch nicht kennen und sind erstmal verunsichert. Deswegen, wenn wir einen Termin ausmachen mit einem Kunden für eine Video- und Online-Beratung, dann fragen wir ihn ganz einfach, du, lass uns doch am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr telefonieren und bitte setz dich einfach vor den Rechner, denn dann kannst du mir direkt über die Schultern gucken. Und dann telefonieren wir mit ihm. Und gehen dann direkt mit ihm online, ohne großartig von Online-Beratung zu sprechen. Das ist eher... Rufst du ihn dann an oder ruft er dich an, der Kunde? Also ich rufe den Kunden an, damit ich das Heft in der Hand habe und eben führend bin in diesem Gespräch. Geht's dir dann, also ich kann mir auch vorstellen, dann rufst du den an und dann ist er vielleicht nicht am PC, vielleicht im Auto oder im Stau oder in der Bahn? Tatsächlich, also das passiert immer wieder. Und wenn das passiert, dann sage ich zu ihm, Mensch, das ist aber jetzt schade, wenn Sie nicht mit mir online gehen können. Wann sitzen Sie denn wieder vor dem Rechner, vor dem PC, vielleicht in der Mittagspause oder heute Abend 17 Uhr? Und dann rufe ich ihn einfach wieder zu dem jeweiligen Zeitpunkt dann an, dass ich mit ihm wieder neu ausmache. Schön. Ich denke, für Makler, die einen Bestand übernommen haben und zumindest erstmal anfangen mit dem Thema Maklervertrag, könnte und ist das Thema Online- und Videoberatung mit Sicherheit ein spannendes Thema. Lieber Jan, herzlichen Dank für deine Informationen und schön, dass du bei uns in unserem Verein als Fördermitglied zur Verfügung stehst. Herzlichen Dank. Ich danke auch.